Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es von mir für euch die Neuerscheinungen aus dem Monat Mai. Könnt ihr es glauben, es ist tatsächlich bald schon Mai. Dieses Jahr ist wirklich vorbeigerast. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe das Gefühl, es war gerade gestern erst Silvester. Aber ja, das tut nichts zur Sache. Wir möchten heute ja über die neuen Bücher sprechen, die im Monat Mai erscheinen werden. Ich habe wie immer meine schlaue Liste hier auf meinem Telefon gescreenshottet, um euch alle Bücher nacheinander vorzustellen. Starten werden wir am 2. Mai mit Inside. Dein Leben gehört mir von Antonia Wesseling. Da freue ich mich tatsächlich schon sehr drauf, obwohl es ja nicht ganz so mein Haupt- oder mein Main-Genre ist. Es ist ja eher so ein bisschen in die Crime-Richtung und in die Psycho-Thrill-Richtung. Aber ich mag Antonias Schreibstil unheimlich gerne und bin gespannt, was sie da auf die Beine gestellt hat. Ich habe bisher immer nur so Fantasy- und Romance-Richtung von ihr gelesen. Ich habe noch nicht mal ihre Biografie gelesen. Aber ich mag die Art und Weise, wie sie schreibt, sehr, sehr gerne. Und deshalb lassen wir uns mal überraschen, was sie mit diesem neuen Genre da für uns gezaubert hat. Wenn ihre Welt um sie zerbricht, wem kann sie trauen? Valerie Sophie ist eine der größten Influencerinnen Deutschlands. Jung, schön, reich und unglaublich beliebt. Dass sie dafür einige Abgründe überwunden und eine schwierige Vergangenheit hinter sich gelassen hat, weiß kaum jemand. Und das soll auch so bleiben. Als ein Stalker in ihr Leben tritt, der droht, ihr kleines Geheimnis zu verraten, gerät ihre Welt ins Wanken. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an Paul, einen ehemaligen Mitschüler. Oder Paul. Ich weiß nicht genau, wo es spielt. Der inzwischen Polizist ist und verspricht, ihr zu helfen. Dabei kommen sie sich unerwartet nahe. Was Paul allerdings nicht ahnt, ist, dass auch er nur einen Teil der Geschichte kennt. Ebenfalls am 2. Mai bringt die Ivy Andrews ein neues Buch auf den Markt, das da heißt London's Lightness, verlorene Träume. Hier steht noch in Klammern Miami Memories. Ich denke, so soll die Reihe dann auch mal heißen. Aktuell ist nur ein Buch angekündigt, also steht Buch 1 von 1. Aber ich gehe mal davon aus, wenn die Reihe einen Namen hat, dass da mehr als ein Buch von erscheinen wird. Hier sind neben dem Klappentext auch noch verschiedene Tropes angegeben, die in dem Buch wohl vorhanden sind. Das wären einmal Good Guy, Soulmates, Marriage Pact, Forbidden Love und Dark Secret, sagt Secret. Dark Secret. Klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend, aber ich erzähle euch jetzt natürlich auch noch, was im Klappentext steht. Sie ist reich und schön, ihr Leben ist eine einzige Schlagzeile und sie hasst alles daran. Er ist ihr Bodyguard, sein Auftrag ist es, sie zu schützen, zur Not auch vor sich selbst. It-Girl London Hyatt will Rico Eccles heiraten, den neuen Star-Quarterback der Miami Dolphins, aus Gründen, die nichts mit Liebe, aber alles mit Freiheit zu tun haben. Nur so kann sie der Vormundschaft ihres Vaters entkommen. Womit sie nicht rechnet, ist, dass der brutale Gegenwind der Football-Fans, die in ihr ein ernsthaftes Risiko für den Erfolg des Teams sehen. Sicherheitsexperte Tanner Morrison soll sie schützen, doch bald stellt sie heraus, dass der heiße Bodyguard die eigentliche Gefahr ist. Nicht nur für Londons Pläne, sondern vor allem für ihr Herz. So, jetzt warten wir mal, bis der Hund sich entschieden hat, wo er sich hinlegen möchte. Machen wir weiter. Einen Tag später, am 3. Mai, da erscheint das Prequel oder das Spin-off zur Kingdom of the Wicked-Reihe von Carrie Maniscalco, nämlich Throne of the Fallen. Verführt heißt das Ganze. Ich bin mir noch unsicher, ob es ein Einzelband bleiben wird. Also bei Amazon habe ich jetzt nichts dazu gefunden. Normalerweise steht da ja immer Buch 1 von. Da stand jetzt allerdings gar nichts. Was ich aber weiß, ist, dass die Erstauflage auch einen limitierten Farbschnitt haben wird und ich die Reihe sowieso abgöttisch liebe. Ja. Und dementsprechend habe ich das Buch auch schon vorbestellt. Der Fürst des Neids hat viele Namen. Frevler, Schurke, Sünder. Er stört sich nicht daran, denn er weiß selbst, dass er kein Heiliger ist. Als er eine kryptische Nachricht erhält, die den Beginn eines tödlichen Spiels ankündigt, weiß er, dass er noch viel schlimmere Namen zugeschrieben bekommen wird, bevor es endet. Das Problem mit Schurken und Halunken ist, dass sie kein Fünkchen Ehre im Leib haben. Eine Tatsache, die Miss Camilla Antonius auf die schmerzhafte Art erfährt, denn sie wird von einem mächtigen Lord erpresst. Da trifft sie auf den mysteriösen Lord Ashford Sinden, genannt Sin, der ihr einen Deal anbietet. Denn nur sie mit ihrem einzigartigen künstlerischen Talent kann ihm helfen, ein illustres Kunstobjekt zu finden. Um ihre Vergangenheit zu entgehen, willigt Camilla ein.
Gemeinsam müssen Envy und Camilla sich auf eine gefährliche Reise begeben, die von schillernden Dämonenhöfen bis hin zum sinnlichen Reich der Vampire führt. Dabei versuchen, der gefährlichsten Falle von allen auszuweichen. Der Liebe. Dann machen wir einen großen Sprung zum 14. Mai. Ich habe tatsächlich kein Buch gefunden, das mich jetzt so enorm interessiert hätte, dass zwischen dem 3. und dem 14. Mai erscheint. Wenn ihr da eins kennt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich erweitere meine Liste immer sehr, sehr gerne, also meine private Wunschliste immer sehr, sehr gerne. Am 14. Mai erscheint dann nämlich der zweite Band der Napa Valley-Reihe. Actually Yours heißt das Ganze, auch aus der Feder von Tessa Bailey. Ich mag ihre Bücher ja unheimlich gerne. Sie sind sehr, sehr spice-lastig, beziehungsweise hat Tessa Bailey einen sehr unverblümten Schreibstil, was die zwischenmenschlichen Szenen angeht. Und das finde ich hin und wieder doch recht spannend. Natalie Voss ist auf einem Weinberg aufgewachsen und weiß alles über Wein. Ihr beruflicher Traum ist allerdings eine eigene Investmentfirma und dafür braucht sie Startkapital. Doch an ihren Treuhandfonds kommt sie dummerweise nur, wenn sie verheiratet ist. August Cates gehört vielleicht ein Weinberg, aber er versteht nicht das Geringste von Wein. Er hat das Land gekauft, um den Traum seines toten besten Freundes zu erfüllen. Nur schmeckt Augusts Wein einfach nicht und er braucht bestimmt keine Napa Valley-Erbin, die ihn beleidigt, um das zu erkennen. Natalie und August können einander nicht ausstehen, aber sie können einander helfen. Wenn sie ein paar Monate in einer Zweckehe überstehen, ohne sich gegenseitig umzubringen oder etwas anderes Dummes zu tun, wie miteinander im Bett zu landen. Und einen weiteren Tag später erscheint noch ein Buch, auf das ich mich mega freue, weil ich die ganze Reihe einfach so sehr liebe. Und zwar kommt der 5. Band der From Blood and Ash-Reihe auf den Markt. Soul and Ash heißt das Ganze und ist das krönende Finale dieser doch sehr verrückten Reihe. Ich nenne es einfach mal so. Sie schießt in manchen Dingen ja echt weit übers Ziel hinaus, aber ich mag die Charaktere unheimlich gern und bin gespannt, wie das Ganze nun zu einem Ende kommen wird. Der Kampf, den Poppy, Castiel und ihre Getreuen ausfechten müssen, hat gerade erst begonnen. Überall, sowohl im Elyseum als auch in der Welt der Sterblichen, erwachen die Götter und bereiten sich auf den Krieg vor. Als Poppy kurz davor steht, die Fülle ihrer Macht zu erlangen, fällt sie ins Koma. Und Cass muss fürchten, sie für immer zu verlieren. Die einzige Chance auf Rettung liegt in ihrer gemeinsamen Vergangenheit und so beginnt für die beiden Liebenden eine Reise zum Beginn ihrer Geschichte. Ein weiteres Reihenfinale erscheint am 21. Mai und zwar ist das Finale der Be Wild-Reihe von Annabel Steel und Nicole Böhm. Let's Be Free heißt der 3. Band und in der Reihe geht es ja um 4 Hauptcharaktere, die unterschiedlicher nicht sein können, die in New York leben und jeder so sein eigenes Päckchen zu tragen hat. Und ich habe die ersten beiden Bände auch schon super gerne gelesen. Von daher bin ich gespannt, was uns dann in Band 3 erwarten wird. Zusammen verbrachten Shay, Ariana, Evie und Tyler einen ruhigen und perfekten Sommer in New York. Doch nun scheint der Trubel in die Stadt zurückzukehren und bringt das Leben der Freunde gehörig durcheinander. Ariana, die in ihrer Beziehung mehr als glücklich ist, sieht sich mit Hindernissen konfrontiert, die ihren Alltag auf den Kopf stellen. Tyler ist endlich bereit, sich den Schatten seiner Vergangenheit zu stellen, während Evie auf dem Weg zur Liebe viel über sich selbst lernt, was nicht immer leicht zu akzeptieren ist. Und Shay begeht in ihrem Eifer zu helfen einen Fehler, der sie das Wichtigste in ihrem Leben kosten könnte. Einen Tag später, am 22. Mai, bringt die liebe Bianca Iosivoni den neuen Teil der Golden Bay-Reihe raus. Es ist nämlich der 2. von 3. Golden Bay How It Hurts heißt das Ganze. Und auch hier wird es in der Erstauflage wieder einen limitierten Farbschnitt geben. Ich habe das Gefühl, das ist mittlerweile bei fast jedem Buch so. Mich stört das natürlich nicht. Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass ich es mir entweder kaufe oder sein lasse und dann eben die Reihe ohne Buchschnitt weitersammle. Aber ich mache mir da echt nicht mehr so den Druck, dass ich jetzt partout bei jedem Buch die Erstauflage mit Farbschnitt haben muss. Ich habe zum Beispiel auch Curse of Shadows and Thorns hier liegen und habe es ohne Farbschnitt bekommen und siehe da, ich lebe immer noch. Aber man muss auch sagen, der war nicht so besonders schön in der Erstauflage. Aber egal, es geht ums Prinzip. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich nicht mehr von allem einen Farbschnitt brauche. Aber der von der Golden Bay-Reihe ist tatsächlich auch wirklich richtig, richtig schön. Mit seiner Rückkehr nach Golden Bay hat Holden Ambers Gefühlswelt erneut zum Einstürzen gebracht. Auch wenn es ihn fast umbringt, sie leiden zu sehen, kann er ihr nicht geben, was sie sich so verzweifelt von ihm wünscht. Die Wahrheit über jene Nacht vor 5 Jahren. Die Nacht, die alles zwischen ihnen veränderte.
Stattdessen will er der gute Freund sein, den sie gerade so dringend braucht. Auch wenn ihn ihre Nähe mit jedem Ausflug und jeder Berührung fast um den Verstand bringt. Doch Holden muss nicht nur gegen seine Gefühle für Amber ankämpfen, sondern auch gegen seine dunkle Vergangenheit. Zwielichtige Gestalten, Lügen und Geheimnisse drohen, ihn erneut in den Abgrund zu reißen. Und ihm wird klar, dass Amber an seiner Seite immer in Gefahr sein wird. Das nächste Buch durfte ich schon von der Autorin vorab lesen. Da war ich in der Blogger-Crew. Und ich kann euch versprechen, da kommt was richtig, richtig Cooles auf euch zu. Also ich kann euch das Buch tatsächlich sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Ich hätte es eigentlich in meiner Rido-Leseliste für den März schon drin gehabt, aber Rido hat das Buch die ganze Zeit nicht eingepflegt gehabt. Ich muss jetzt mal gucken, ob das mittlerweile nachgeholt wurde. Es gab es nämlich die ganze Zeit nur als E-Book und jetzt erscheint es am 24. Mai endlich als Taschenbuch und ich hoffe einfach, dass Rido es jetzt geschafft hat, es in das Sortiment aufzunehmen. Ich werde es direkt, nachdem ich das Video gedreht habe, recherchieren und dann füge ich es euch hier eventuell noch ein, ob ihr es findet oder nicht. Oder ihr schaut einfach mal unter Crown and Creature bei Rido selbst. Wer Rido nicht kennt, das ist eine App für alle Buchliebhaber. Da kann man seinen Stapel der ungelesenen Bücher einpflegen. Da kann man gucken, was andere gerade lesen, was andere auf ihrer Wunschliste haben. Man kann sich Listen anlegen. Ich habe meine 24x24 Liste drin. Also ich verlinke euch allgemein die App auch mal unten. Dann könnt ihr da mal nachschauen. Und vielleicht ist sie ja auch was für euch. Ja, aber worum geht es in Crown and Creature, Urteil des Blutes? Alexis Crown wird als uneheliche Tochter des Vampirkönigs von ihresgleichen stets wie eine Außenseiterin behandelt, was ihr Leben als Studentin in Liverpool nahezu unerträglich macht. Dass ihr dann auch noch der nervtötende, aber unerhört heiße Bodyguard Zane zugeteilt wird, treibt sie fast in den Wahnsinn. Doch dann stellt ein versuchter Anschlag auf ihr Leben ihr gesamtes Dasein in Frage. Ein Konflikt zwischen den unterdrückten Creatures, zu Vampiren verwandelte Menschen und den geborenen Vampiren des Adels braut sich zusammen. Plötzlich sind Freund und Feind kaum mehr voneinander zu unterscheiden und Alexis muss untertauchen. Mit Zane erforscht sie nicht nur die Hintergründe des mysteriösen Attentats, sondern muss sich auch unerwünschten Gefühlen stellen, die der attraktive Creature in ihr auslöst. Ebenfalls am 24. Mai erscheint ein weiteres Finale einer Reihe, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ich glaube, da wird es insgesamt 3 Bücher zu geben. Band 3 kommt jetzt auf den Markt. Wer sich ein bisschen im deutschen Bookstagram und Booktube auskennt, der wird die Autorin vielleicht auch kennen. Franziska Kamberger ist nämlich keine Unbekannte. Sie ist hier unter die Bücherseelen bekannt und sie ist auch parallel dazu Autorin und das ist mittlerweile, glaube ich, ihr 5. Roman. Also sie hat die Arcadia Love-Reihe, Arcadia-Reihe, ich weiß nicht genau, wie die Reihe heißt. Über Arcadia Love und Arcadia Fight auf den Markt gebracht und sie hat die Andoria-Chroniken auf den Markt gebracht. Und das ist jetzt der 3. Band der Andoria-Chroniken, die da heißt Im Feuer des Drachen. Schwere Geburt. Ja, ist auf jeden Fall der 3. Band und darum geht es. Unter Adas Herrschaft und neuen Bedrohungen ist Andorias Zukunft so ungewiss wie nie zuvor. Nia und ihre Verbündeten geben nicht auf in diesem Kampf, den sie schon so viel geopfert haben. Doch wie sollen sie gegen einen Feind bestehen, der stärker zu sein scheint als der Tod? Wie soll es Ende des Monats auch sein? Da bringt Lux ja immer die Romane auf den Markt und zwar ist es diesmal der 28. Mai geworden. Also Lux hat ja so das Talent, alle Bücher am gleichen Tag rauszubringen. Und ja, 2 haben es hier mit ins Video geschafft, weil die mich beide interessieren. Zum einen wäre das Cold Heart, Deep and Cello, der 2. Band der Cold Heart-Reihe von Lena Kiefer. Ich habe den ersten Band auf meiner 24x24 Liste, habe ihn aber tatsächlich noch nicht gekauft. Vielleicht bietet das sich jetzt an, Band 1 und 2 in einem Rutsch durchzusuchten. Ich werde es auf jeden Fall mal auf meine Agenda schreiben. In der Hoffnung, dass ich aus meiner Leseflaute ein bisschen rauskomme. Spoiler-Alarm, mein Lesemonat wird nur minimal mehr als im letzten Monat. Ich schaffe es momentan einfach nicht, so viel zu lesen. Mein Kopf ist ganz woanders und ja, es nervt mich ein bisschen, aber was willst du tun? Vielleicht schafft es Lena Kiefer, mich ja so ein bisschen zum Weiterlesen zu motivieren. Sollte ich nun derjenige sein, der ihr das wieder wegnahm? Sollte ich immer derjenige sein, der sie unglücklich machte?
4 Monate ist es her, dass Elijah die Frau von sich gestoßen hat, die ihm alles bedeutet. Und auch wenn sich jeder Gedanke an Felicity anfühlt wie ein Stich mitten ins Herz, bereut er nicht, das getan zu haben, denn es war der einzige Weg, sie zu beschützen. Jetzt verfolgt Elijah nur noch ein Ziel, denjenigen zu finden, der ihn vor 13 Jahren entführt hat und ihm das Leben seitdem zur Hölle macht. Doch er kann Felicity nicht vergessen und vor allem nicht, als er ihren Vater als seinen Entführer entlarvt. Mit einem Mal steht er vor der Entscheidung, Felicity weiterhin in den Glauben zu lassen, er hätte nie etwas für sie empfunden oder ihr die Wahrheit zu sagen und damit alles zu riskieren. Und ich habe euch tatsächlich vorhin Schluss erzählt. Lux bringt dieses Mal tatsächlich nicht alle Bücher am gleichen Tag raus. Das nächste erscheint nämlich erst am 31. Mai, sprich 3 Tage später. A Game of Gods, den 3. Band der Hades-Saga. Ich habe die komplette Reihe auf meiner Wunschliste, habe sie tatsächlich aber auch noch nicht hier. Will das aber auf jeden Fall irgendwann im Laufe der nächsten Wochen, Monate nachholen, weil ich schon sehr, sehr, sehr viel Gutes über diese Reihe gehört habe und diese ganzen Geschichten rund um Hades und Co. ja super gerne lese. Und bei Scarlet St. Clair kann man davon ausgehen, dass es auch sehr, sehr spice-lastig wird, was ich ja auch ganz gerne lese. Sie ist mein Alles, meine erste Liebe, meine Ehefrau, die erste und letzte Königin der Unterwelt. Hades, der König der Unterwelt, will Persephone endlich offiziell zu seiner Braut machen. Doch ihre Mutter Demeter stellt sich ihnen in den Weg und straft New Greece mit zerstörerischen Schneestürmen, solange sie ihre Hochzeitspläne nicht aufgeben. Und nicht nur sie gefährdet das zukünftige Bündnis, denn auch der Halbgott Theseus verfolgt mithilfe der Triade eine Gruppe, die unter dem Vorwand der Rebellion für Chaos sorgt, seine ganz eigene Agenda. Kann Hades das undurchschaubare Spiel der Götter gewinnen oder wird er sein Reich und Persephone für immer verlieren? Ebenfalls am 31. Mai bringt meine liebe Freundin Lea ihr neues Buch auf den Markt. Lea und ich kennen uns schon ganz, 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 ganz lange und ich freue mich jedes Mal wie doof für sie, wenn sie endlich ein neues Buch auf die Buchbubble loslässt. Dieses Mal heißt das Ganze Could It Be Love? Es ist eine queere Young Adult Romance mit Magical Realism und Setting Edinburgh. Also Amazon schreibt da mittlerweile sehr viel Input, allein nur in den Titel. Ich bin aber sehr gespannt. Ich habe wirklich diesmal noch gar keine Ahnung, was mich erwartet, weil ich gesagt habe, diesmal, ich möchte mich einfach überraschen lassen. Und ja, werde jetzt mit euch auch zum ersten Mal den Klappentext lesen tatsächlich. Die 17-jährige Bonnie war schon oft verliebt und sie stellt sich immer wieder die Frage, wie ihr Leben wohl ausgesehen hätte, wenn sie mit einem ihrer Crushs zusammengekommen wäre. Aber leider traut sie sich nicht einmal, jemanden anzusprechen, denn Bonnie ist viel zu schüchtern. Leichter fällt es ihr, für jede unerfüllte Liebe eine Playlist zu erstellen, um sich an ihre Gefühle zu erinnern. Doch als sie beim Hören ihrer Songs plötzlich in eine Alternativwelt geschleudert wird und ihren ersten Sommerliebe gegenübersteht, ändert sich schlagartig alles, denn es bleibt nicht nur bei einem einzigen Weltensprung. Und dann ist da auch noch die geheimnisvolle Dee, die Bonnies Herz schneller schlagen lässt. Und last but not least hat es jetzt zum Finale des Videos noch eine Wattpad-Geschichte auf die Liste geschafft, beziehungsweise ins Video geschafft. From Friendzone with Love. Süße, humorvolle Friends-to-Lovers-Story mit Azubis. Klang für mich sehr, sehr spannend. Also es ist mal was komplett anderes für mich. Ich habe mit Wattpad zum Beispiel auch gar keine Berührungspunkte gehabt bisher. Ich lasse mich einfach mal überraschen, das klang auf jeden Fall sehr interessant und ich versuche ja immer, mich für neue Dinge zu öffnen und mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Verliebt in die Schwester des besten Kumpels? Keine gute Idee. Das hat Damien am eigenen Leib erfahren. Dabei hat Blair ihm das Herz gebrochen, bevor ihr Bruder auch nur Wind davon bekommen konnte. Die Nur-Freunde-Masche ist für Damien nicht drin. Umso schwieriger wird es, als Blair mit ihm in die gleiche Klasse auf der Berufsschule kommt und sie am selben Projekt arbeiten müssen. Als er dann auch noch im Affekt zustimmt, Blairs Freund zu spielen, um ihr einen Kerl vom Hals zu halten, ist das Chaos komplett. Die aufkeimende Nähe zwischen den beiden bringt dabei nicht nur Damiens Gefühle wieder ziemlich durcheinander, aber kann Damien Blairs Zurückweisung erneut riskieren und wird er seine Freundschaft zu ihrem Bruder aufs Spiel setzen? We will see. Ihr Lieben, das waren alle Bücher aus dem Monat Mai, die es auf meine Wunschliste geschafft haben. Eigentlich wollte ich euch noch das neue Buch von Stephen King mit ins Video packen. Das kommt am 30. Mai raus. Das möchte ich tatsächlich diesmal wirklich auch selbst lesen, aus privaten Gründen. Und bin gespannt, ja, ob mich der Erschaffer von Es denn dann doch überzeugen kann.
Ansonsten packe ich alle anderen Videos, nein, nicht alle anderen Videos, alle anderen Bücher unten in die Infobox. Da gibt es wie immer den Link zu Thalia und zu Amazon. Das sind Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr darüber eins der Bücher kauft oder allgemein auf den Seiten etwas kauft, dann kriege ich da eine kleine Verkaufsprovision. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!